sehr filigran und trotzdem kraftvoll. Sie waren ganz geeignet für dänische Verhältnisse. Dänemark ist Flachland und diese Loks, sie mögen nicht Steigungen. Das ist Bedeutung für Gesellschaft, das ist Mobilität und dann ist es Technologie. Dampflokfreunde werden mit Sicherheit begeistert sein. Damit wir Ihnen diese außergewöhnliche Dampflok vorstellen können, haben wir uns nach Odense begeben. Dort befindet sich das dänische Eisenbahnmuseum. Hier war eine Lokschub, die eigentlich sehr authentisch bewahrt ist. Und die Lokschube wurden 1954 gebaut. Damals glaubte man, dass die kleinen Länderbahnen und Lokalbahnen still eine Zukunft hätte und deshalb wurde eine so große Anlage gebaut. Die Nohab-Loks wurden für Dänemark, für Belgien, für Ungarn, auch für andere Länder, glaube ich, gebaut und sie war ein fantastisches Succes. Die ersten Nohabs wurden in 1954 in Dänemark in Betrieb genommen und sie fahren jetzt weiter, noch dieses Jahr und auch in den kommenden Jahren. So, das war eine fantastische Lokomotive und Maschine. Doch auch Exoten haben hier ihren Platz. Es sieht so aus, als es immer rückwärts fuhr. Und das war auch der Fall. Es war gebaut von sehr leichten Bahnen im Land. Und es war von 1880 die Zeit, wo man erfahren hatte, dass für die neuen Landwirtschaft Eisenbahnen notwendig war. Der restaurierte Ringlokschuppen verfügt über 21 Gleise. Hier werden viele klassische Fahrzeuge und Szenen aus der dänischen Eisenbahngeschichte liebevoll präsentiert. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts kannte man in Kopenhagen Doppelstockwagen. Und hinter mir, unter mich, stehen ein Replika ist es, aber ein Neubau der ersten Lokomotive in Dänemark, Odin. Odin war auch die Lokomotiv, die erste Zug von Kopenhagen nach Roskilde in 1847 um 11.30 Uhr, der 26. Juni, fuhr. Ja. Somit können die Dänen in diesem Sommer 175 Jahre Eisenbahn feiern. Mit der Firma Frichs hatten sie sogar eine echte Lokschmiede. Das Bahnfahren hat viele Facetten. In den 1970er Jahren nutzten auch viele junge Dänen das Interrail-Ticket. Man fuhr damit einen Monat lang durch Europa. Erinnerungen an ein unbeschwertes Reisegefühl. Ein beliebtes Ziel war schon immer die Metropole an der Seine. Nun wird es höchste Eisenbahn für unsere Dampflokomotive. Diese Baureihe, die Gattung E, stammt ursprünglich aus Schweden. Dort wurde sie circa 1913 gebaut, 11 Stück. Und nach 25 Jahren wurden sie, was sagen wir, überflüssig in Schweden. In Schweden hat man sehr früh elektrisch Eisenbahn eingeführt. Und damals wurde die Lokomotive dann nach Dänemark verkauft. Zum Schrottpreis. Aber das war ein wirklich guter Kauf für die dänische Eisenbahn, diese 11 Lokomotiven. Sie waren perfekt für dänische Verhältnisse. Natürlich müssten sie ein bisschen umgebaut werden, denn in Schweden fährt man immer noch auf der linken Gleis, wie damals auch auf der Straße. So die Lokomotiven dürften umgebaut werden, sodass man wie in Deutschland auf der rechten Gleis fährt. Die Serie E hat ein paar spezielle Details. Diese spitze Rauchkammertür ist besonders. Dann auch die Zylinder, die Niederdruckzylinder sind enorm. Sie sind sehr hoch platziert und schräg.
Dann das Führhaus ist auch windschnittig. Und besonders der Center ist so ein sogenannter Wannencenter. Das sind die markanten Merkmale. 25 Kubikmeter Wasser und 6,5 Tonnen Kohle konnte der Tender fassen. Den Führerstand können Besucher des Museums aus nächster Nähe betrachten. Es gibt einen guten, wenn auch etwas traurigen Grund dafür, warum sich gerade die 994 in einem so guten Zustand befindet. Eine ganz besondere Geschichte. Diese Lok wurde vom damaligen König, König Friedrich IX., sehr beliebt. Und er möchte das auf seiner letzten Fahrt, als er tot war, mit diesem Lok fuhr. Diese Lok wurde außer Betrieb in 1970 gestellt, aber zur Seite in sogenannte Dornröschenschlaf gestellt. Der König starb in 1972 und dann wurde diese Lok herausgeholt mit einem Schwesterlok und hat seine letzte Reise von Kopenhagen nach Roskilde abgeliefert. Bei der Maschinenfabrik Frichs, der einzigen großen Lokschmiede in Dänemark, wurden zwischen 1942 und 1950 insgesamt 25 Exemplare der Gattung E gebaut. Somit sind die C-Kuppler eigentlich auch dänische Lokomotiven. Rechtzeitig zum Jubiläum 175 Jahre Eisenbahn in Dänemark rollt bei Märklin und Trix ein Halb-Null-Modell dieses legendären Vorbilds in das Programm. Die Lok hat einen ganz eigenen Charakter. Es ist eine sehr schöne Lokomotive. Im Modell war es eine Herausforderung, diese ganzen Einzelheiten auch nachzubilden, also sprich die Aufstiegsleitern an den Umläufen oder vorne an der Pufferbohle. Deswegen sind jetzt beim Modell tatsächlich ein paar mehr Ansteckteile beiliegend, weil wir sonst den Radius gar nicht fahren könnten. Auch dieses Modell ist wieder weitestgehend aus Metall gefertigt. Im Kessel befindet sich der fünfpolige Motor, im Tender der MFX Plus Decoder mit Lautsprecher. Des Weiteren haben wir eine eingebaute Führerstandbeleuchtung, das Feuerbüchsen flackern, ein Dreilichtspitzensignal mit der Fahrtrichtung wechselnd, wobei das dritte Spitzenlicht oben separat geschaltet werden kann, vorne und hinten. Am Tender haben wir eine kulissengeführte Kupplung und zwischen Lok und Tender auch eine kulissengeführte Kupplung, die sich auf ein Minimum verkürzen lässt. Und dann haben wir noch einen eingebauten Rauchsatz, der digital schaltbar ist. Einige Zurüstteile, wie die Leitern am Umlauf, sind hier noch nicht montiert. Das Modell gibt den Zustand zwischen 1993 und 2003 wieder. Damals hatten auch Museumsfahrzeuge ein drittes Spitzenlicht. Also die E-Maschine ist sehr, sehr beliebt, nicht nur bei Eisenbahnkennern und Modelleisenbahnern, aber auch in der Bevölkerung kennt man diese E-Maschine. Es war eigentlich die dänische Dampflok, obwohl es sie von Schweden stammte. Also das ist so eine ganz eigene Lokomotive mit einer ganz eigenen Anmutung. Was ganz anderes. Also ein sehr schönes Modell, sehr schöne Lok.